ist wieder Freddy Krüger 91527's Weihnachtszeit 2012, Folge 16. Ich habe schon wieder ganz lange geschlafen. Jetzt werde ich schon wieder dieses dämliche Video nicht vor mittags fertig kriegen. Geht ja auch nicht, es ist ja schon Nachmittag. Ja, nichtsdestotrotz. Kommen wir zu dem üblichen Weihnachtskalender. Langsam fällt mir überhaupt nicht mehr ein, was ich alles erzählen soll. Es gibt ja auch eigentlich überhaupt nichts zu erzählen. Habe ich schon mal erwähnt, dass es sich hierbei um einen Weihnachtskalender handelt? So, die 16 ist da. Und zwar, hey cool, es gibt wieder Blut. Dieses rothaarige Gehör, das die 1 frisst, das wird jetzt gleich keinen Mund und kein Gesicht mehr haben, um die 1 zu verkaufen. Hey, ich glaube, das ist eine Musekuh. Ja, es ist eine Musekuh. Eine Musekuh mit einer merkwürdigen Rock an. Und dahinter befindet sich, oh nein, das ist schon wieder ein Hündchen. Und das Hündchen frisst ein Knochen, oder es ist ein Y aus demselben Teig wie dieser komische 1, die das Gehör frisst. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja auch scheißegal, daneben befindet sich jedenfalls ein Geschenk und in dem Geschenk ist hoffentlich eine Bombe, die dieses dumme Hündchen zerfetzt. So, also wir haben wieder Blut, wir haben schon wieder Hündchen und wir haben eine Musekuh. Mal sehen, ob die Musekuh mit Milch gefüllt ist. Wenn nicht, das wäre ja Blasphemie. Ja, sie ist mit Milch gefüllt. Da. Eine Kuh ohne Milchfüllung wäre auch sinnlos. Sehr sinnlos. Der Schnee vor meinem Fenster hat sich inzwischen in eine eher dunkelgraue Matsche verwandelt. Ich war ja gestern tatsächlich nochmal unterwegs und es hat obendrein auch noch geregnet. Das heißt, man ist von unten und von oben nass geworden. Aber auch wenn der Schnee jetzt langsam schmilzt, die Leute haben immer noch irgendwie nicht gerallt, dass der verdammte Fahrradweg immer noch für Fahrräder da ist. Die laufen alle auf dem Radweg lang, anstelle auf dem Gehweg lang zu laufen. Es nervt. Kuh wegspülen. Tja. Ich glaube, es gibt nichts weiter mehr zu berichten. Draußen sind irgendwie 6 Grad plus oder sowas. Das sind ja schon fast frühlingshafte Temperaturen. Hoffentlich wird es noch mal kalt, bevor irgendwie das Jahr zu Ende ist. Ja, mal schauen.